Wie, schon 10 Uhr? Dann schnell das neue Video anschauen. Let's go! Ja, hallo Trainer, ich bin der Bo und wir feiern heute das Einjährige von Blondbart zockt. Ein Jahr versorgst du uns jetzt schon mit dem feinsten Material. Mit dem, was wir so sehr lieben. Effektive Ladeattacken, die den Gegner einfach wegpusten. Was meint ihr? Schildert er oder schildert er nicht? Na komm, 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 komm. Boom, weg mit dir. Bitte schilde nicht. Bitte nicht. Tu mir den Gefallen, komm. Komm, 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 komm. Nicht schilden, nicht schilden. Boom. Komm schon, komm schon. Nicht schilden, ich köder, ich köder. Ja, ich hab doch gesagt, ich köder. My little pony. Komm, drück den Knuddler, bitte lass dir durch. Das war doch schmackhaft. Oh, Moment, wie war das nochmal mit den Attacken? Wie machen die? Bam, boom. Bam, boom. Okay, bam, boom, bang. Nochmal? Bam, boom. Bam, boom. Okay, bam, boom, bang. Wie? Bam, boom. Bam, boom. Okay, bam, boom, bang. Jetzt hab ich's. Okay, Blondbart, dann erzähl doch mal ein bisschen über den Niantic Server. Niantic, ihr kotzt mich so an. Kriegt doch einfach eure Server am Laufen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Okay, kommen wir jetzt zu der Rubrik Lernen. Wie war das nochmal mit den Resistenzen? In diesem Video möchte ich hier gerne mal etwas über die Typeneffektivitäten erzählen. Diese sind nicht nur in Pokémon wichtig in den Hauptspielen, sondern auch in Pokémon Go. Es gibt viele Situationen, wo man das einfach wissen muss und ich möchte dir das jetzt gleich anhand meines letzten Teams veranschaulichen. Das war ein Team der Hyperliga und ja. Okay, damit haben wir alle Themen durch. Dann sag doch mal, wie das Jahr für dich so war, mein Guter. Dickes, dickes Dankeschön geht auf jeden Fall raus, dass du dir so eine Idee hier überlegt hast. Ich finde es mega, wirklich. Echt von Herzen Dankeschön, richtig cool von dir. Echt, richtig cool. Ich bin kein Spezialist im Video-Editieren. Oh, und wie man die ersten Minuten gesehen hat, Bo ebenfalls nicht. Es ist aber nicht tragisch, dass halt immer wieder das Video verschiedene Größen hat. Ich denke, da kann man einfach drüber hinwegsehen. Die Idee ist trotzdem einfach viel zu geil. Und ja, ich möchte euch gleich einen Ausschnitt aus meinem ersten Video zeigen. Wie gesagt, heute, am 1. Dezember, ist mein Kanal ein Jahr alt. Und das ist einfach nur der absolute Hammer. Und wir gucken uns erstmal kurz den Clip an. Let's go. Moin moin und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch ein Set aus der Season 6. Beziehungsweise wir spielen jetzt gleich eins zusammen. Und ich wollte ein bisschen mit euch über die Levelerweiterung quatschen. Okay, es ist einfach nur der absolute Hammer. Gleich zeige ich euch nochmal einen Clip, die ersten Sekunden von meinem vorletzten Video, das ich hochgeladen habe. Und der Kontrast ist einfach Hammer. Die ganze Entwicklung von dem Kanal ist echt wirklich gut. Ich bin selber sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich auf die Beine gestellt habe. Über 600 Abonnenten in einem Jahr ist, glaube ich, schon wirklich eine Wucht und ich denke, das kann sich sehen lassen. Und die ersten Videos von mir, die klingen ja schlimmer, als wenn ich erkältet ein Video oder so aufnehme. Aber jetzt kommt der Kontrast. Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal zum letzten Video der Season 9. Denkt dran, heute Abend um 22 Uhr startet die neue Season. Und vergesst bitte nicht das Sternenstück. Da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Also die ist ganz deutlich vorhanden. Und es hat alles vor einem Jahr angefangen. Es war einfach so eine kleine Idee. Ich dachte mir, okay, ich schaue sehr, sehr gerne beim Schilling oder so zu. Es macht mir mega viel Spaß, Videos zu sehen. Warum probiere ich nicht einfach selber was hochzuladen? Dann habe ich mir beim Black Friday einfach das Samsung Galaxy S10 Plus, müsste das gewesen sein, habe ich mir geholt. Das war gut reduziert, Black Friday mäßig. Von daher hatte ich das Handy. Und dann habe ich einfach mal rumgeguckt, mit welchen Sachen kann man alles aufnehmen. Ich habe mir Apps rausgesucht. Ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, boah, ich weiß nicht, wie viele Videos geguckt, bezüglich wie man mit dem Handy durchstarten kann. Falls das nicht jeder weiß von euch, ich mache alle meine Videos mit dem Handy. Ich schneide die, ich bearbeite die, ich packe die Bilder mit dem Handy rein, die Musik. Ich nutze keinen Computer, gar nichts. Das sieht man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, weil die Übergänge nicht immer so flüssig sind. Aber hey, das ist alles Kleinkram, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten.
Hätte jemand mir vor einem Jahr gesagt, als ich angefangen habe, und hätte in die Kommentare geschrieben, ey du, pass auf, in einem Jahr wirst du 600 Abonnenten haben, du hast eine Telegram-Gruppe, die sehr, sehr cool ist, komm vorbei, ne? Werbungmäßig, die sehr, sehr cool ist, wo über 80 Leute schon drin sind. Ich hätte gesagt, ja, ja klar, laber du mal weiter. Oder hätte mir einer gesagt, du wirst aktuell konstant jede Season Legend erreichen, würde ich mir auch denken, ja, ja klar, natürlich. Und dann, was mache ich dann? Also das waren so Sachen, die waren einfach unvorstellbar, und ich bin mega froh, dies alles auf die Beine gestellt zu haben. Und für die Zukunft weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da noch so viel Zeit haben werde wie jetzt. Denn jetzt kommt ein Punkt, den habe ich euch allen noch gar nicht erzählt. Wir haben jetzt Dezember, 1. Dezember. Im Januar, nächsten Monat, kommt mein zweiter Sohn zur Welt. Also ich werde dann nochmal Vater. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann noch genug Zeit habe, regelmäßig Stuff zu bringen in der ersten Zeit. Man muss sich da natürlich erstmal eingewöhnen. Und ja, es ist egal. Lassen wir das einfach. Wir wollen uns natürlich hier auf das Einjährige fokussieren, aber ich dachte mir, irgendwann wollte ich euch das schon mitteilen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, der Zeitpunkt ist perfekt gewesen. Und jeder, der auch mal mit YouTube oder sowas starten möchte, hobbymäßig, tu es. Du hast nichts zu verlieren. Zieh es durch, fang einfach an, mach Videos, wenn es dir Spaß macht. Wenn du merkst, es macht dir keinen Spaß, dann hör auf, dann lass es. Es bringt auch nichts, das hier zu starten, weil man denkt, man wird mega reich damit. Nein, wirst du nicht. Und ich glaube, der Großteil, der anfängt und nur so Geld oder sowas sieht, der kriegt eh nichts auf die Reihe. Einfach ganz entspannt, hobbymäßig ran, es durchziehen aus Leidenschaft, und du merkst einfach. Du merkst, wenn den Leuten das gefällt. Dir gefällt es natürlich dann auch selber, und die Interaktion und alles. Wie gesagt, einfach aus Leidenschaft starten. Und ich kann immer noch nicht, ich krieg's nicht in meine Birne, wie viel ich in diesem Jahr geschafft habe. Das ist einfach der Hammer. Und ich möchte mich nochmal wirklich, wirklich extrem bei euch bedanken, dass ihr jedes Mal am Start seid. Dass ihr in der Gruppe seid, dass ihr bei jedem Video dabei seid, immer wieder kommentiert und eine Bewertung da lasst. Das ist wirklich Hammer. Und das ist schon wirklich eine krasse Community, die man sich hier aufbaut. Wirklich. Echt dickes Herz geht da raus. Danke euch. Und gleich kommt natürlich ein ganz normaler Upload. Und ich hoffe, es gefällt euch. Haut rein und ciao.